Ja, Leute, willkommen zurück zu Mass Effect Andromeda. Wir sind noch immer in der Absteige zugange und müssen, wie wir oben rechts sehen, die Sicherheitsstation per Override umgehen. Ich zücke hier schon mal das Gewehr. Das sieht aus, als würde es hier gleich richtig zur Sache gehen. Gesetzlose! Vorsicht! Boah. Pathfinder. So hektisch. Verstärkung wird in Kürze eintreffen. Ich mähe sie nieder! Shuttle im Anflug, Pathfinder. Ich kann die Türen der Einsatzzentrale von hier aus entriegeln, Pathfinder. Versuchen Sie bitte in der Nähe der Konsole zu bleiben, bis der Vorgang abgeschlossen ist. Machen Sie sich bereit, Kleine, die wissen, dass wir hier sind. Wie schmeckt ihr das? Steht hier irgendwo, wie lang das dauert? Geh mal da weg, Junge. Hallo. Das war's für dich. Station aufgerufen. 3, 2. Also Drake und Peavy regeln gut. Pathfinder, ich habe die Verriegelung aufgehoben. Sie können die Einsatzzentrale jetzt betreten. Alter, ich bin gerade mega schlecht. Ich glaube, das war's. So, ich guck mal ganz kurz, wo ich hier am dümmsten so eine Sicherheitskonsole finde. Ich sehe schon hier. Alarm ist deaktiviert, Pathfinder. Ja, endlich. So, jetzt wollen wir hier nochmal ganz kurz gucken. Ob es hier noch irgendwas gibt. Vielleicht was zum Scannen. Ja, die Konsole da. Soweit aber sonst nicht. So, wo ist jetzt die Einsatzzentrale, die wir räumen sollen? Meter nach dort hinten. Ich mach das mal mit gezückter Waffe. Fühle ich mich irgendwie gerade besser. Ja, das war die verriegelte Tür, wo wir vorhin quasi schon davor standen, oder? Müsste, eigentlich. Muni ist voll. Alarm ist deaktiviert, Feinde. Pathfinder. Ein Millionenschuss. Wie sie sich schön aufgestellt haben, der Reihe nach. Dankeschön. Wie Drake die Hundis einfach vermöbelt. Ist da noch einer? Ins Gras gebissen. Gut, Peavy. Eine Etage höher. Ich glaube irgendwie nicht, dass das allzu schwierig wird. Jetzt wird's richtig lustig. Das tut mir leid.
Trogjav Grog. Geh doch mal weg dahin, du Schneiber. Du Oller Schneiber. Hier, Mr. Grog, ich glaube, please diese die. Konsole öffnet den Bunker in der Höhle. Ha! Okay, gehen wir zurück und sehen nach, was drin ist. Ja, ja, hier ist noch ein Gegner drin. Ist auch schon. Das hat Spaß gemacht. Die Absteige von Plünderern säubern. Das sollte doch nicht allzu schwer sein, denke ich. Guck mal, diese Medipacks oder was das sein soll, das sind doch, das sieht doch genauso aus wie in allen anderen Mass Effect-Teilen. Das ist mir jetzt gerade im Moment das erste Mal aufgefallen. Man glaubt es kaum. Alarm ist deaktiviert, Pathfinder. Topform. Gut, wir sind Stufe 40 und wir haben die Lebensfähigkeit auf 100%. Das heißt, wir werden jetzt als nächstes den Außenposten errichten. Die Absteige ist hier tatsächlich safe. Errichten wir auch hier unseren Außenposten? Klong. Nee, der ist 3 Kilometer weg. Ich hätte hier gerne einen Wegpunkt direkt zur Absteige. Also ich weiß nicht, ob das was bringt, beziehungsweise ob wir hier irgendwann nochmal hinkommen, hin müssen, hin sollen, whatever. Moment, wir können ja, wo ist denn der Außenposten? Hier ist aber irgendwo noch eine Quest, die möchte ich gern suchen, wenn ich ehrlich bin. Das ist bestimmt wieder ein Datenpad oder so. Hier müsste die eigentlich schon fast sein. Also auch hier irgendwo im Anfangsgebiet. Noch ein Behälter. Irgendwo hier. Ich weiß halt auch so absolut nicht. Ob das wieder nur ein Datenpad ist oder ob hier irgendwo eine Person rumsteht oder so. Da unten. Hier ist das irgendwo. Quelle nicht bald finden, müssen wir unser Wasser rationieren. Ich lasse alle nachsehen, was sie noch eintauschen können. Gut. Jedes bisschen hilft uns weiter. Hey, ein paar Leute haben behauptet, dieses Relikt soll den Planeten bewohnbar machen. Wasser erschaffen und all sowas. Du könntest vielleicht versuchen... Das ist eine Konsole. Für dich etwa wieder Pathfinder aus? I see. Geh nicht mal in die Nähe der Relikte. Das Zeug macht mir eine scheiße Angst. So, lauschen wir. Ich hab nachgedacht. Nia hat vielleicht in ihrem Büro Informationen über die Wasserquelle? Du meinst an den Docks? Die haben da abartige Sicherheitsmaßnahmen, da kommen wir nie rein. Hey, ich versuche nur eine Lösung zu finden. Wir können ja schlecht das gesamte Ödland durchkämmen. Sag mal, hast du eigentlich daran gedacht, den Funk auf Einzelempfänger zu stellen? Was? Oh, Die Verbindung ist abgebrochen. Oh, oh. Die Kolonie mit Wasser. Im Moment funktioniert diese Abmachung, aber wer weiß, wie lange noch.
Wir müssen etwas tun. Das gefährdet das langfristige Überleben aller, die hier sind. Kroganer ebenso wie Exilanten. Wir müssen versuchen, die Situation zu verbessern. Haben die Scans irgendwelche Hinweise auf verborgenes Grundwasser ergeben? Diese Plünderer haben über die Sicherheitsmaßnahmen rund um Aeneas Büro gesprochen. Ich wette, dort werden wir fündig. Mhm. Habt ihr versucht, Aenea zu beobachten? Das bringt nichts. Dafür ist sie weder dumm noch unvorsichtig genug. Sie kontrolliert unser Wasser und sie kontrolliert uns. Sie wird uns nicht hinführen. Okay. Dann Außenposten. Jibbitz da. Direkt im Paradise? Nee, oder? Bin mal gespannt. Den errichten wir jetzt auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Kleiner Moment, geht gleich weiter. So. Nee, das ist Neu-Tuchanka hier. Ich war falsch. Bleib einfach hier und warte ab. Wie es sich entwickelt. Da bin ich ja gespannt. Besiedeln wir hier, machen wir das quasi zusammen mit den... Ich bin verwirrt. Also hier drinnen scheint falsch zu sein. Wir fahren mal mit dem Nomad außen rum. Da! Quasi in der Nachbarschaft zu Neu-Tuchanka. Yeah, Geronimo! Ich will jetzt mal wieder hier nicht so nah parken. Wir parken mal ein bisschen weiter weg. Nicht, dass der Nomad wieder in irgendwelchen Gebäuden steht und da rumbackt. Bestätige. Ich fordere... Wow. Das hat ein bisschen geleckt. Sie haben es tatsächlich geschafft. Es wäre beinahe zum Bürgerkrieg gekommen und Sie haben sie zurückgeholt. Aber es geht nur um die Ressourcen. Keine Poesie, richtig? Ich hatte die Kroganer schon abgeschrieben. Es waren einfach zu viele Egos im Spiel. Aber meinen Akten ist es egal, wie sie gefüllt werden. Wenn ich die kroganische Kolonie rückwirkend als Außenposten bezeichnen kann, ist das ein Erfolg. Allerdings werden das nicht alle so pragmatisch sehen. Tan wird vor Wut kochen. Was zählt, ist unsere Stärke. Scheiß auf Tan finde ich jetzt ein bisschen... Nee. So schlimm ist er nur auch wieder nicht. Mich interessiert nicht, was jemand denkt, der nicht erkennt, welchen Wert das hier für uns hat. Gut. Davon wird es nämlich viele geben. Ich zähle allerdings nicht zu ihnen. Das hier ist der letzte Pathfinder. Der letzte goldene Fehlschlag, von dem wir dachten, wir hätten ihn verloren. Sie haben es geschafft. Und es wird Diebe anlocken. Suchen Sie das Saubray-System nach Dr. Kennedys Trackern ab. Ich muss wissen, was mit ihr passiert ist. Aber jetzt brauche ich erstmal Ihre Stellungnahme, um die Leute daran zu erinnern, welche Bedeutung das hier für uns hat. Motivieren Sie sie. Okay. Ich bezweifle, dass ich etwas derart Wichtiges in ein paar Worten wiedergeben kann. Es geht ja auch nicht darum, die ganze Geschichte zu erzählen, sondern nur darum, ein Bild zu vermitteln. Wir brauchen solche Freunde. Ja, das finde ich. Das finde ich gut. Ein bisschen Persönlichkeit reinbringen und nicht alles so formell. Es gibt einen Grund, wieso die Kroganer mit der Initiative hierher kamen. Wieso die Initiative sie braucht. Auf Eladen ist das offensichtlich. Sie bringen in uns etwas zum Vorschein, das wir brauchen. Denn in uns allen steckt ein kleiner Kroganer. Willkommen in Neu-Tuchanka. Eine Rede für die Geschichtsbücher, Pathfinder. Addison Ende. Ich habe einen geeigneten Standort für einen HMS-Empfänger gefunden, Pathfinder. Der NAV-Punkt ist verzeichnet. Alles klar. Hallo, Boomerang! Haben Sie Zeit, sich meine Sachen... Suchen Sie nach dem gewissen Etwas? Wie sieht der denn aus? Dann hat Boomerang genau das Richtige. Alter, Boomerang, wer bist du? Bei mir finden Sie die beste Beute aus den Dünen. Sie sind ein Plünderer? Nein, nicht mehr.
Die netten Leute von der Initiative haben mir eine zweite Chance gegeben. Sieht aus wie ein Roboter. Ich bin auf etwas, das man Bewährung nennt. Also wie ein Android. Mit einer schicken Metallfußfessel am Knöchel und allem, was dazugehört. Hm. Das wird Ihnen der alte Boomerang nie vergessen. Boomerang? Okay, ich bin wirklich gespannt, welche Geschichte hinter Ihrem Namen steckt. Ich war eine Zeit lang bei Axios und seinen Jungs. Er war der Erste, der mich Boomerang nannte. Er hat mir mehr als einmal die Scheiße aus dem Leib geprügelt und mich halbtot in den Dünen liegen lassen. Trotzdem bin ich immer wieder zurückgekommen. Deshalb. Aber genug von mir. Sie sind hier, weil Sie das gute Zeug wollen. Sehen Sie sich einfach mal an, was Boomerang für Sie hat. Oh yeah, Boomerang. Keine Mods, keine Lackierungen. Ja, dann hast du auch nichts Interessantes für mich, weil ich mir den ganzen anderen Cramble selber herstellen kann. 100 von 200 Objekten. So, ich werde, wenn wir das nächste Mal auf der Tempest sind, ich kann schon gar keine Apex-Missionen mehr machen, weil das Dings voll ist, aber ich habe keinen Bock, zurück zur Tempest zu latschen und ich glaube, so nötig haben wir die Ressourcen nicht, dass ich das jetzt unbedingt die ganze Zeit weitermachen muss. Werden wir das nächste Mal auf der Tempest, die werde ich die Waffen alle zerlegen und offscreen die ganzen Belohnungen einsammeln. Moment, hier ist ja die Tempest. Moment, können wir dann? Wollen wir dann? Soll ich das dann? Wir haben bestimmt jetzt auch jede Menge Gesprächsthemen. Weil wir sind ja hier bei allen Planeten bei 100%, haben alle 5 Planeten besiedelt. Und haben, ich sehe gerade, 5 Kryokapseln. Vielleicht machen wir es erstmal so. Es würde ja Sinn machen, noch zu warten, bis wir Stufe 41 sind, um auf die Tempest zurückzugehen. Damit ich auch gleich neue Rüstung und neue Waffen herstellen kann. So, wir gucken erstmal. Was haben wir denn hier? Mit der Leitung des Außenpostens quatschen. Da ist noch ein Erinnerungsauslöser und da können wir einen Empfänger aufstellen. Okay. Wir wollen natürlich erstmal mit der Leitung des Außenpostens reden. Selbstverständlich. Selbstverständlich. Sind die hier drin oder ist das im Freien? Die sind offenbar hier drin. Hallo? Einer Ihrer Leute hat versucht, unsere Wohnquartiere zu betreten. Nicht nett. Sagen Sie ihm, falls wir ihn nochmal da erwischen, kostet ihn das eine Hand. Wagen Sie es nicht, meine Leute anzurühren. Sonst haben wir ein Problem. Charist Arcana. Mit der quatschen wir noch. Charist Arcana. Andromeda-Initiative. Hallöchen. Ich leite unsere Operationen hier. Und versuche, die Beziehungen zwischen der Nexus und dem Nakmur-Clan zu kitten. Ich bin übrigens beeindruckt, dass es Ihnen gelungen ist, die Kroganer zur Kooperation zu bewegen. Ja, danke, 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 danke. Vermassen Sie es nicht wieder. Versuchen Sie einfach, es nicht wieder zu vermasseln. Sie haben recht. Die früheren Entscheidungen unserer Anführer hinsichtlich der Kroganer waren kurzsichtig, von Vorurteilen belastet. Ich werde Ihre Fehler nicht wiederholen. Okay, wie steht es um den Außenposten? Wie ist die Lage hier? Ich mache mir Sorgen. Es gibt in der Gegend einen Reliktarchitekten. Ja. Sie haben ihn vielleicht bei Ihrer Ankunft gesehen. Habe ich. Wenn er uns oder die Kroganer entdeckt, wird er angreifen. Ich kümmere mich darum. Diese blöden Relikte. Nein, ich kümmere mich darum. Ich werde sehen, was ich tun kann. Danke, Ryder. Ich versetze in der Zwischenzeit unsere Sicherheitskräfte in Alarmbereitschaft. Falls es zu einem Kampf kommt, will ich bereit sein. Jawohl. Dann will ich mal nicht weiter stören. Tschüss. Ich sollte jetzt gehen. Alles Gute, Pathfinder. Das war ein äußerst kurzes Gespräch. Den Architekten besiegen. Komm, wisst ihr was? Na, der war doch, war der nicht woanders? Den zweiten? Nee, war der da? Ich weiß, das war das nicht hier auf Eladen, dieses
Mit diesem Kult? Oder war das woanders? Das war woanders, ne? Hier können wir noch die Köder platzieren. Und wie mache ich denn das? Welche Quests? Hier sind auch noch Gebiete, die wir nicht erkundet haben. Beziehungsweise, also ich vermute, das sind die Randgebiete. Anomalie untersuchen, das abgestürzte Schiff finden, die medizinischen Vorräte. Alles klar, pass auf. Wir werden die Folge hier beenden und werden in der nächsten Folge uns mal wieder einem Architektenkampf widmen. Ich bin sehr gespannt, ob die anders ablaufen als der erste, ob jeder Architektenkampf gleich ist, also von den Angriffen des Architekten her. Ich bin gespannt. Und wenn wir den vielleicht relativ entspannt überstehen, dann kümmern wir uns auch um die ganzen Biester auf den anderen Planeten. Aber ich wüsste nicht, warum der jetzt wesentlich viel entspannter laufen sollte als der erste Architektenkampf. Klar, wir haben unsere Fähigkeiten verbessert, wir haben ein bisschen stärkere Waffen, aber das sollte immer noch eine ganze Zeit lang dauern. Wir werden am Anfang der nächsten Folge, bevor wir uns in diesen Kampf stürzen, werden wir noch Punkte verteilen. Ja, damit wir da möglichst gut aufgestellt sind oder bestmöglich aufgestellt sind, wenn wir uns dem Architekten stellen. Das aber alles zu Beginn und im Laufe der nächsten Folge. Ich sage bisher danke fürs Zuschauen, hoffe es hat euch gefallen und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.